Wir sind hier bei uns im Tomatengewächshaus. Wir haben hier unsere Rispentomaten. Wir produzieren ungefähr 8 bis 9 verschiedene Sorten Tomaten. Die sind jetzt fast erntereif, also die werden morgen geerntet werden. Die sind schön gleichmäßig ausgefärbt und das ist das Besondere oder das Wichtige an der Rispentomate. Man kann sie erst ernten, wenn alle Tomaten gleichmäßig rot sind. Und um das zu erreichen, müssen wir die überschüssigen Blüten, die die Pflanze an der Rispe macht, einkürzen. Das heißt, bei dieser Sorte ist es so, dass die von der Größe her ist die Pflanze in der Lage, 6 Früchte gleichmäßig rot zu kriegen. Sie würde aber 8 bis 9 Blüten ansetzen und die überschüssigen Blüten werden schon, bevor sie anfangen zu blühen, an der Pflanze eingekürzt. Wie lange wächst eine Tomate? Also die Tomate hier, die wir hier sehen, ist im Mitte Dezember gepflanzt worden. Da war sie ungefähr zwischen 40 und 50 cm groß. Bei der ersten Blüte müssen wir auch sofort Hummeln einsetzen zur Bestäubung, weil sonst kommt da keine Frucht dran. Bis zur ersten Ernte dauert das ungefähr zwischen 10 und 12 Wochen, je nach Sorte. Und dann hat man eigentlich ab Anfang Mitte März kann man die ersten roten Tomaten hier im Betrieb finden. Und Ende Oktober ist die Pflanze dann irgendwo zwischen 10 und 12 Meter lang, hat dann irgendwo 30 bis 33 solcher Rispen produziert. Worin pflanzen Sie die Tomaten? Also bei uns ist es so, dass die Tomaten nicht im Boden wachsen, sondern hier in Kokossubstrat. Und dieses Kokossubstrat wird aus der Kokosnussschale gewonnen. Es muss zum Beispiel nicht wie Torf im Moor abgebaut werden, sondern es fällt sowieso an und ist eigentlich ein Abfallprodukt. Und wir nutzen es dann, um die Tomate da drin kultivieren zu können. Gegen Schädlinge setzen wir Nützlinge ein. Das ist der natürliche Gegenspieler in der Natur gegen einen Schädling. Zum Beispiel gegen weiße Fliege werden Schlupfwespen eingesetzt oder Raubwanzen. Und diese Nützlinge setzen wir hier im Gewächshaus bereits Ende Februar ein. Dann können die sich hier im Bestand schon vermehren. Und wenn dann im April, Mai die Natur draußen anfängt, aktiv zu werden und der Schädling will von draußen in die Kultur rein, ist es so, dass wir hier dann schon eine Armee von natürlichen Gegenspielern aufgebaut haben, die dann halt sofort diesen Schädling bekämpfen und auffressen. Wie viele Tomaten ernten Sie pro Jahr? Also wenn wir alle Sorten zusammenrechnen, ernten wir insgesamt ungefähr 1 Million Kilo Tomaten hier im Betrieb. Wir haben hier in unseren Tomatengewächshäusern insgesamt ungefähr 80.000 Pflanzen stehen. Davon haben wir, ich sag mal, Rispentomaten, wir haben Cocktailtomaten, Sherrytomaten, dann noch diverse Spezialitäten. Also irgendwo kommen wir auf 8 verschiedene Sorten Tomaten. Das sind Ochsenherztomaten oder wie man in Frankreich auch sagt, eine Coeur de Bœuf-Tomate. Das ist eine sehr ähnlich wie eine Fleischtomate, sehr groß, fleischig und wird oft auch in Küchen eingesetzt, zum Beispiel auf Salate oder so. Und woran versuchen Sie sich noch? Ja, wir bauen hier noch ein paar Reihen Spitzpaprika an für unseren Hofladen. Bei Paprika ist es so, Paprika verzeiht Kulturfehler sehr, sehr schlecht. Das nimmt einen ziemlich übel, wenn mal die Wetterumstände oder die Klimabedingungen nicht optimal sind. Dann ist es zum Beispiel so, dass der Paprika, wenn er jetzt hier rote und grüne dran hat, sich sagt, das Wetter ist schlecht, ich schaffe es nicht, alle Blüten und Früchte groß zu kriegen, dann würden jetzt diese kleinen Blüten, die würden dann abgestoßen werden und dann würde man irgendwann in der Ernte ein Loch bekommen. Eine Tomate muss am Tag irgendwo zwischen 20 und 21 Grad Temperatur haben, in der Nacht 15 bis 16 Grad. Und im Vergleich dazu, der Paprika, der muss irgendwo tagsüber mindestens 22 Grad haben und in der Nacht 20 Grad.